Willkommen bei Metabolismo TV, Ihrer Quelle für korrekte Informationen über den Stoffwechsel und die Gesundheit, Jod, Krebs und Warzen. Ich bin Frank Suarez, Spezialist für Fettleibigkeit und Stoffwechsel, und heute möchte ich über die Vorteile von Jod sprechen. Wir verwenden zum Beispiel innerhalb von Natural Slim mit den Mitgliedern von Natural Slim den Personen, denen wir den Service zur Wiederherstellung des Stoffwechsels bieten, eine flüssige Jodlösung namens Tyrol. Tyrol ist ein natürliches Jod, das aus Algen stammt. Algen sind die Hauptquelle für natürliches Jod, da es eine andere Art von Jod gibt, die aus Minen stammt, oder? Aber es ist ein Mineral mit hohem Gewicht. Jetzt ist dies ein sehr leicht vom Körper aufzunehmendes Jod, oder? Das kommt von den Algen. Jod an sich hat viele großartige Effekte, aber Jod schmeckt furchtbar. Dann, wie es schrecklich schmeckt, haben wir vor ein paar Jahren erreicht, dass eine Formulierung für uns hergestellt wird, die aus Algenjod und Glycerin besteht. Glycerin ist einer der Bestandteile von Fetten und zeichnet sich durch eine süße Note aus. Dank dieser Süße lässt es sich gut mit Jod mischen und verleiht ihm einen angenehmen süßen Geschmack. Das bedeutet, dass die Leute die Jodtropfen von Tyrol verwenden können und nicht den schrecklichen Geschmack haben, den natürliches Jod hat. Wenn einer von euch jemals versucht hat, die Jodtinktur zu verwenden, die früher verwendet wurde, um Infektionen zu behandeln, dann weiß man, dass es schrecklich ist. Es hat einen sehr starken Geschmack, oder? Aber deshalb verwenden wir Tyrol. Normalerweise verwenden wir bei Natural Slim Mitgliedern kein Jod, es sei denn, die Person hat den Candida-Pilz erfolgreich aus ihrem Körper vollständig entfernt. Der Grund dafür ist, dass Jod Pilze abtötet. Daher möchten wir vermeiden, dass die Person eine Toxämie erlebt. Stattdessen reinigen wir den Körper von Pilzen und ergänzen ihn anschließend mit Jod, damit der Körper das Jod aufnehmen kann und keine Toxämie entsteht, wenn die Pilze im Körper absterben, oder? Ich wollte Ihnen in dieser Episode mitteilen, dass Jod eine direkte Verbindung zu Krebs, Warzen und anderen Bedingungen hat, vor allem in Bezug auf den Stoffwechsel. Ich werde kurz an die Tafel gehen, um es Ihnen zu erklären. Der menschliche Körper benötigt Jod für den Stoffwechsel, da es essentiell ist, um wichtige Stoffwechselprozesse zu produzieren und aufrechtzuerhalten. Hier ist die Schilddrüse. Die Schilddrüse produziert ein Hormon namens T4. Dieses Hormon wird T4 genannt, weil es 1, 2, 3, 4 Jodatome enthält. Das wird T4 genannt. Beachten Sie, dass es T4 genannt wird, weil es 4 Gramm Jod enthält. Das heißt, Sie können keine Schilddrüsenhormone ohne Jod bilden. Dieses gleiche T4-Hormon gibt es ein Enzym im Körper namens Diodinase, das T4 in das T3-Hormon umwandelt. Das ist das aktive Schilddrüsenhormon. Das ist das, was Energie gibt. Das ist das, was Fett verbrennt, oder? Dies ist die Speicherung, aber dies ist die aktive, die Ihnen viel Kraft und Energie gibt und Fett verbrennt. Dieses T3-Hormon wird T3 genannt, weil es 1, 2, 3 Jodatome enthält. Der Körper schneidet dieses Stück mit dem Enzym Iodinase ab und wandelt es in eine von 3 Formen um, oder? Im Grunde genommen ist es also Jod, Jod oder es wird auch als Jod geschrieben, das, was der Schilddrüse die Reihenfolge von T4 bis T3 ermöglicht. Dieses Jod ist verantwortlich für die Regulation der Schilddrüsenfunktion und steuert den gesamten Prozess von T4 zu T3. Sie können keinen effizienten Stoffwechsel haben, wenn Ihnen Jod fehlt. Was ist das Problem? Tests wurden weltweit durchgeführt und haben ergeben, dass mehr als 90% der Menschen einen Mangel an Jod haben. Wurde Jod also vom medizinischen Establishment ungerechtfertigt stark kritisiert? Es ist bedauerlich, dass solche Fehlurteile dazu führen können, dass Menschen von einer potenziell lebensrettenden Behandlung abgehalten werden. Die medizinische Einrichtung verkauft Medikamente, will nicht, dass sie wissen, welche Dinge sie verwenden können, um sich gut zu fühlen. Also wird alles, was ihnen bei der Heilung eines Problems helfen kann, angegriffen werden. Sie wollen, dass alles, was ihnen im Körper passiert, alle Symptome, die sie haben, mit einer ihrer Medikationen oder Behandlungen endet. Im Grunde genommen ist dies das primäre Ziel sowohl der medizinischen als auch der pharmazeutischen Einrichtung. Wir leben in einer Zeit, in der diese riesigen Unternehmen, Pharmakonzerne und andere so viel Macht und so viel Einkommen haben, dass sie sogar die Medien kontrollieren, weil sie die großen Anzeigen schalten, sie finanzieren,
Sie kontrollieren die medizinischen Schulen, weil sie Stipendien vergeben, die Labore bezahlen, den Ärzten Golf bezahlen und so weiter, oder? Also im Grunde genommen können Sie nicht alles glauben, was Sie von Ihnen hören, weil Sie nur diese Absicht haben. Das ist die einzige, die Sie haben. Verstehen Sie mich? Das Geld, das Silber, das Geld, wie Sie es in Mexiko nennen, jetzt zum Thema Stoffwechsel, nicht wahr, ist Jod aus diesem Grund unerlässlich. Jetzt, was passiert? Dass Jod bereits als Antikrebsmittel entdeckt wurde, also ist Jod lebenswichtig, weil es Antikrebs ist, sehen Sie. Eine normale Zelle, normal, in Ordnung, verstehst du das, okay? Es gibt insgesamt 3 Zyklen. Zunächst wächst es, dann entschuldigt es sich, bevor es geboren wird. Es setzt sein Wachstum fort und endet schließlich mit dem Tod. Insgesamt durchläuft das Objekt 3 Zyklen. Die normale Zelle durchläuft einen Zyklus von ungefähr 3 Monaten, in dem sie geboren wird, wächst und schließlich stirbt. Die Zellen Ihres Körpers sterben größtenteils alle 3 Monate. Sie haben also ungefähr alle 3 Monate einen neuen Körper. Einige Zellen wie Knochenzellen benötigen 1,5 Jahre zum Absterben. Die meisten Zellen Ihres Körpers haben jedoch alle 3 Monate einen neuen Körper, da sie geboren werden, wachsen und sterben. Zum Beispiel fällt Ihnen die Haut ab und darunter wächst eine neue Haut. Das ist ein Teil des Lebenszyklus. Jetzt ist Krebs hingegen anders. Krebs ist eine Zelle, die unaufhörlich wächst. Krebs ist eine unsterbliche Zelle, eine Zelle, die nicht stirbt. Und deshalb, indem sie weiter wächst, weiterhin eindringt, weiterhin zerstört und den Rest des Körpers zerstört. Der Unterschied zwischen Krebs, Krebszellen und normalen Zellen: Krebszellen sind unsterblich, normale Zellen nicht. Wenn eine Zelle stirbt, wird dieser Vorgang als Apoptose bezeichnet. Die Apoptose ist ein äußerst wichtiger Prozess im Körper, der für das Gleichgewicht und die Entwicklung von Geweben und Organen entscheidend ist. Apoptose ist der Akt des Sterbens, das heißt, wenn die Zelle nicht stirbt, kann sie krebsartig werden und sich weiter vermehren, dann tritt sie in die Metastase ein und am Ende zerstört sie den Körper. Merkmal von Krebs ist, dass er nicht stirbt, er wächst weiter. Und der Tumor zerstört alles, was ihm in den Weg kommt und den Körper. Deshalb tötet Krebs die Person. In verschiedenen Studien wurde bereits entdeckt, dass Jod das Mineral ist, welches der Zelle das Signal gibt, dass sie sterben muss. Mit anderen Worten, Jod kontrolliert und übermittelt der Zelle die Botschaft, dass sie sterben muss. Wenn die Zelle stirbt, hört sie auf, krebsartig zu sein. Daher ist Jod entscheidend für die Bekämpfung von Krebs. Jod hat antikrebsartige und antiwarzenartige Wirkung. Wenn Jod auf Warzen aufgetragen wird, fallen diese ab, da es antiviral ist und die Viren tötet, die sich in der Warze befinden. Also hat Jod wunderbare Vorteile. Ich weiß nicht, wie die Geschichte davon, dass es schädlich ist, denn es ist wirklich nicht. Jod entgiftet den Körper von Quecksilber, Blei, Aluminium, Fluorid und anderen Schwermetallen, indem es sie effektiv aus dem Körper entfernt. Also das ist die Wahrheit über das Jod. Und das sage ich Ihnen, weil die Wahrheit immer triumphiert.